So, neue Aufnahmesession, neues Glück. Ja, diesmal haben wir auch Hintergrundsound. Wie ihr vielleicht hören könnt, ist noch relativ leise eingestellt. Allerdings gibt es auch dann lautere Lieder und ich will nicht, dass es zu sehr stört. Was haben wir denn hier das letzte Mal aufgeschrieben? Hier entsteht bitte Namen einfügen. Yay! Gut, hier hätten wir schon mal das Feld vom letzten Mal. Dann würde ich sagen, wäre ein kleiner Kornspeicher angebracht. Hier irgendwo in der Nähe. So, da hier. Ja, auf dieser Höhe könnte man einen Kornspeicher bauen. Aber zuerst klatschen wir mal eine Truhe hier an den Baum. Hier haben wir auch schon bereits die Werkbank. Hier kommt mal der ganze Stuff rein, den wir zurzeit nicht brauchen. Kartenzug gehört natürlich dazu. Ja, weg damit. So. Kohle weg. Eimer weg. Hier Holz ran damit. Die Steine können ebenfalls mal weg für eine kurze Zeit. Die Harke ebenfalls. Schilder auch. Stöcke auch. Gut. Würde ich sagen, vielleicht noch ein wenig Bäume fällen hier. So, ran damit. Einfach nur, um noch ein wenig mehr Holz zu haben. Und Saplings, denn wir wollen ja hier nicht den ganzen Wald abholzen, ohne am Schluss Saplings zu erhalten, die wir wieder zur Wiederaufforstung gebrauchen können. So. Das sollte allerdings jetzt reichen. Wow, 8 Eichenholz. Yay! Gibt allerdings 32 von diesem fertigen Holz, diesen Holzplanken. Also schon mal nicht schlecht. Wo bauen wir jetzt diesen Silo hin? Ich würde jetzt sagen, hier mit Pflasterstein den Rand machen. Und dann innen drin aus Holz, das wäre vielleicht schon mal nicht verkehrt. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und ab in den Tod. Nein. Dann hier vielleicht 1, 2, 3. Ja, okay. Das kommt schon mal gut hin. Dann hier. Einen. Nein, warte. Nein, nicht so. Das will ich doch lieber mal so machen. Sieht schöner aus. Ja, dann passt das so. Wobei das ein wenig mickrig ist. Nee, dann machen wir das halt doch anders. Kurz überlegen, wie. Vielleicht einfach nur noch eins mehr. Dann sollte in der Mitte genügend Platz sein. Also hier hin. Dann ist der 4 breit. Hier kann einer ran. Geht's hier durch. Und hier. Ja. Das sollte passen. Dann haben wir hier 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Perfekt. Das ist etwa die Größe, die ich mir vorgestellt habe. Das sollte für einen Kornspeicher doch gut reichen. Und so, weg damit. Es wird, glaube ich, Nacht. Das ist nicht sehr gut. Also, zurück nach Haus. Sturmbier zurück. Denn ein Bett habe ich hier noch nicht aufgebaut in unserem neuen Dorf. Also ist es vorsichtiger, wenn wir zurückgehen. Ich hasse nämlich Creepery ein Hinterrücks ermorden. Ich bin mal gespannt, ob wir zu unserem Gehöft zurückfinden, aber das sieht schon mal gut aus hier mit dem Schnee. So, auf den Hunger muss ich natürlich auch achten. Aber ja, ich habe ja genügend Brote dabei. Hier ist alles zugeschneit. Ja, toll, der ganze Kiesweg für nix. Egal. Pennen gehen. Und irgendwie in letzter Zeit seltsam wenige Monster in der Gegend. Und ich habe nicht auf Peaceful, sondern auf Normal gestellt. Naja,
Vielleicht ist es einfach, weil es noch nicht dunkel genug war und ich einfach nur zu vorsichtig bin in dieser Hinsicht. Allerdings ist das auch nicht schlecht, denn dann haben wir beim Bau ja keine Probleme mit diesen hässlichen Creepern. So, das Schweinewachtal oder was auch immer. Hier hat es ja auch sonst wahnsinnig viele Hühner rum, also eine nette Gegend. Wow. Wo kommt denn der her? Weg, weg, weg mit dir. Ah, siehst du, keine Chance gegen Count Muku. Aber, ja, Hunger haben wir. So, rein mit dem Hühnchen. Und ran an die Baustelle. So, dann hier noch einer und hier noch einer. Perfekt. Allerdings ist dieser Mutantorbaum im Weg. Yay! Mutantorbaumfällen, da freuen wir uns doch tatsächlich nicht drauf. Das ist das Ekligste an diesen Bäumen, hier immer der ganze Rotz auseinanderzunehmen. Weil diese Riesenbäume bleiben einfach schweben, wenn man hier nicht alles entfernt. Und ja, das kann eine schweißtreibende Angelegenheit werden. Naja, mehr oder weniger zumindest. So, weg, weg. Gibt wenigstens noch ein wenig zusätzliches Holz, kann auch nie schaden. So, komm her, Holz. Du hast es nicht verdient, dort oben zu bleiben. Denn du bist einfach nur hässlich. Nein. Nein, Holz ist ja ganz nützlich, aber... hier ist es einfach nur im Wege. So, der gute alte Dreckturm bauen. Kann schon weitergehen. Unsere Holzachs ist gleich auch kaputt. Nicht gut, nicht gut. Dann machen wir zumindest schon mal den Weg zu den einzelnen Blöcken frei. Damit ich dort wenigstens rankomme, ohne die Axt weiter zu verschleißen. Boah, das geht ja extremst hoch. Na gut, an die Arbeit. Weg damit, weg damit, weg damit und weg ist die Axt. Und eine weitere habe ich natürlich nicht dabei. Yay! Na gut. Dann craften wir uns halt eine neue Axt. Glaube ich auch noch nicht gemacht. Hier in der zweiten Staffel, schäbig, 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 aber inzwischen wissen wir ja, wie das geht. Also, nulla problema. So, und hier ist das Gras schon über die Sache gewachsen, das will ich allerdings nicht. Denn hier gibt es noch Holz zu fällen. Und zwar direkt über meinen Kopf. Dann lassen wir das Dach mal einstürzen. So, weg. Wie viel Holz ist denn hier noch? Das geht ja gar nicht. Boah, 3 Stunden später. Lalalalalala. Immer noch am Holzfällen, ey. Naja, naja. So, war das alles? Naja, ich hoff's mal. Und wenn nicht, dann... naja, dann lassen wir es halt, weil ist ja auch egal. So, das Holz runterfallen. Hier auch, dort, dort. Die Saplings noch. Gut, hier auch. Ist es mit dem Baum dort drüben verbunden? Mal schauen. Ich hoffe es nicht. Hier, her mit dem Holz. Wie viel haben wir? 47 Baumstämme. Oh, oh, oh. Nicht schlecht. So, jetzt aber zuerst mal schauen, dort oben ist es noch miteinander verbunden und ich komme nicht hoch. Meine Güte, Bergsteigen ist doch nicht so schwer, zumindest nicht in Minecraft. Im echten Leben sieht das dann schon wieder anders aus. Wie diese Wahnsinnigen, die den Mount Everest ja erklettern versuchen, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Naja, Todesgefahr ist ziemlich hoch. Sterbegefahr. Und
einfach dort den Bach runtergehen, ohne dass es jemand merkt. Auch nicht so mein Ding.